Ja, das sieht schon garstiger aus. Mit richtigem Tor, noch mehr Stacheldraht und Steinmauern. Doppelter Steinmauer. Wir haben hier den Zoll und ein kleines Nebengebäude. Gucken wir mal den Zoll. Da sollten wir uns hier eh bei einem Wallace melden. Bist du derjenige welcher? Guten Tag, Reisender. Willkommen in Bunkerstadt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Wer bist du? Ich heiße Wallace. Also ist es derjenige welcher. Ich bin der Zollbeamte von Bunkerstadt. Meine Aufgabe ist es, mich um die Besucher zu kümmern, die geschäftlich in unsere schöne Stadt zu tun haben. Was meinst du mit kümmern? Das hier ist das Zollamt von Bunkerstadt. Unsere Aufgabe ist es, die Warenlieferung der Karawanen zu protokollieren und sämtliche Geschäfte zu bewachen. Jeder Kaufmann muss sich vor dem Betreten der Stadt zollamtlich erfassen und kontrollieren lassen. Was sind denn das für Waren, die von den Karawanen geliefert werden? Das kommt ganz darauf an, woher die Karawane kommt. Unsere Lieferungen stammen aus den verschiedensten Gegenden. Diener aus Den, also Sklaven, von Metzger. Uran aus Broken Hills und Eisenerz aus Redding. Okay. Was kannst du mir über eure Anführer erzählen? Unsere Erstbürgerin ist Joanne Lynette. In den 10 Jahren ihrer Amtszeit hat sie viel Gutes für unsere Stadt getan. Zum Beispiel? Sie hat unsere Stadt vor den verderblichen Einflüssen der Außenwelt geschützt. Sie hat unsere Unabhängigkeit und Stärke bewahrt, obwohl die NKR uns drängt, der Republik beizutreten und wir unter Angriffen von Gangstern leiden. Und jetzt gibt es Probleme mit Gecko. Gecko? Das übersteigt meine Kompetenzen. In solchen Angelegenheiten musst du dich an die Erstbürgerin wenden. Okay. Du hattest vorhin Gangster erwähnt. Was ist damit? Wir hatten es in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe besonders brutaler Überfälle durch Gangster zu tun. Gelegentliche Überfälle gab es schon vorher, aber so etwas haben wir noch nie erlebt. Ich fürchte, diese Gangster schaffen es am Ende noch, unsere Verteidigungsanlagen und Laserkanonen zu durchbrechen. Das müssen ganz schön starke Gangster sein. Was war das mit der NKR? NKR steht für Neue Kalifornische Republik. Angeblich hat sie sich zum Ziel gesetzt, ganz Kalifornien unter ihre Regierung zusammenzuführen. Aber wir haben ihre fadenscheinige Hinterlist längst durchschaut. Meinst du wirklich, dass es nur Hinterlist ist? Selbst wenn sie es ehrlich meinen, warum sollten wir das, was wir uns aufgebaut haben, mit den Dieben und Halsabschneidern teilen, die wir bislang so erfolgreich aus der Stadt ferngehalten haben? Uns wäre damit ganz sicher nicht gedient. Okay. Das hier ist das Zollamt. Ich würde gerne in die Stadt. Wenn du Bunkerstadt betreten möchtest, musst du einen triftigen Grund vorweisen können. Nur Bunkerbürger dürfen hier nach Belieben ein- und ausgehen. Alle anderen müssen einen Tagesausweis beantragen. Ich muss unbedingt in die Stadt und mit eurer Anführerin sprechen. Das kann ich mir denken. Alle wollen eine Audienz bei der Erstbürgerin. Leider hat sie sehr wenig Zeit und kann sich nur um die allerwichtigsten Angelegenheiten persönlich kümmern. Genau das ist der Grund, warum ich unbedingt mit ihr sprechen muss. Ich würde ganz sicher auch den guten Eindruck erwähnen, den das Zollamt bei mir hinterlassen hat. Aber wenn du mir nicht helfen kannst, dann... Das war gar nicht die Rede davon, dass ich dir nicht helfen kann. Es ist nur so, dass... Naja, was ist denn der Zweck deines Besuchs? Ich suche nach einem Gag, das brauche ich, um mein Dorf zu retten. Das wird Wall City total egal sein. Die hören sich nicht gerade sympathisch an, die Jungs und Mädels hier. Ich kann es dir unmöglich selbst sagen, Zollmeister. So sehr ich das auch möchte. Die Informationen sind ausschließlich für die Erstbürgerin persönlich bestimmt. Genau das ist der Grund, warum ich unbedingt zu ihr muss. Naja, eigentlich steht in den Vorschriften. Wenn es nicht so extrem wichtig wäre, würde ich dich gar nicht damit belästigen, Zollmeister. Ich werde bei meiner Be Unterredung mit der Erstbürgerin auch ganz bestimmt erwähnen, wie sehr du mir geholfen hast. Das ist dann wohl tatsächlich etwas, was die
Erstbürger interessieren dürfte. Hier ist dein Tagesausweis. Er ist nur tagsüber gültig. In der Nacht darfst du nicht in der Stadt dich aufhalten. Im Übrigen behalten sich die Bürger das Recht, vor den Tagesausweis jederzeit einzuziehen. Sieh also zu, dass du dich anständig aufführst. Alles klar, dankeschön. Ja, hat sich definitiv gelohnt, den Perk zu holen. Wo ist der? Da, Verständnis. Ja, Verständnis ist immer von Vorteil. Hallo, guter Mann, wir haben einen Tagesausweis. Bitte sehr. Alles klar, bevor du reingehst, müssen wir noch deine Sachen durchsuchen. Wozu? Manchmal versuchen Außenseiter, Jet und Alkohol hier reinzuschmuggeln. Ach, wirklich? Tut mir leid, wir können dich damit nicht hier reinlassen. Jet und Alkohol... Okay. Dann... Moment mal, wo kommst du? Achso, Cassidy? Was machst du hier in der Ecke? Ich wollte eigentlich hier mein Bier verstecken. So. Gut, du. Bitte sehr. Okay. Alles klar. Du scheinst sauber zu sein. Du kannst jetzt rein. Dankeschön. Was für ein Aufstand. Also gut, wir sind in der Stadt. Wir könnten jetzt also versuchen, Richtung Bunker zu gehen. Allerdings werden wir den Bunker nur betreten dürfen, wenn wir Bürger werden. Das heißt, wir müssen erstmal versuchen, irgendwie Bürger zu werden. Gehen wir erstmal in die Kneipe. Die ziemlich, ziemlich leer ist. Ja, kann ich etwas für dich tun? Was gibt's denn hier im Ausschank? Wir haben synthetisches Bier und Schnaps, Wodka H und Tequila-Derivat W und W2. Ach ja, und Wasser. Und Ramenmilch. Bier und Schnaps kosten 10 Mäuse, Wasser und Milch 3. Habt ihr auch was mit richtigem Alkohol? Warum? Suchst du was ein bisschen stärker reinhaut als dieses synthetische Zeug? Vielleicht? Wohl wahr. Ich hatte mal einen Händler, hatte eine Flasche Maddock 3030. Ziemlich bitteres Zeug, brannte wie Feuer. War aber wenigstens mal was anderes. Und was ist mit dem Geheimvorrat von diesem Händler passiert? Er wurde getrunken. Jedenfalls habe ich das gehört. Es gab noch ein paar andere Spezies hier in Bunkerstadt, die dem Händler beim Austrinken halfen. Die haben recht gut bezahlt dafür, dass sie zur Abwechslung mal was Richtiges trinken konnten. Das glaube ich. Hör mal, ich könnte unter Umständen leicht noch mehr echten Alk besorgen. Ich bin schon öfters im Ödland gewesen und da kommt man recht leicht an Alkohol. Wirklich? Naja, wenn du mal ein bisschen Sprit abzugeben hättest, dann würde ich dir davon schön was springen lassen. Wenn du es für dich behältst und die Ware irgendwie durchs Tor schmuggelst. Ja, also wir haben ja gerade unsere Flasche einfach da an die Mauer gestellt. Aber eventuell könnten wir irgendwie das Ganze bei Solikvik und Cassidy verstecken in Taschen oder dergleichen. Weil sie scheinen nur uns wirklich gut zu kontrollieren, warum auch immer. Wie viel echten Alkohol bräuchtest du denn? Sagen wir eine Kiste mit 10 Flaschen Schnaps und 10 Flaschen Bier. Und schnapp mir keinen radioaktiven Fusel aus Gecko an. Nur guten alten Bölkstoff. Kapiert? Okay, können wir machen. Aber es wird eine Weile dauern, weil wir werden jetzt nicht aktiv für teures Geld das einkaufen und dann hierher bringen. Wenn wir irgendwo mal was finden, dann sammeln wir das und bringen es dann irgendwann hierher. Wo ist der Bunker? Die große Öffnung in der Felswand am Berg im Osten. Man kann sie gar nicht übersehen. Man kann aber auch nicht rein, wenn man kein Bürger ist. Kannst du mir was über die Sklavenhaltung im Bunkerstadt erzählen? Also zuerst mal, red hier in der Gegend besser nicht von Sklaverei, wenn du nicht eine Menge Ärger in den Hals kriegen willst. Man nennt sie Diener, nicht Sklaven. Das nur so als Tipp. Okay. Hat Bunkerstadt viel Kontakt mit der Außenwelt? Nicht viel. Der meiste Kontakt mit Außenseitern, den wir haben, ist mit Händlern, die mit den Karawanen auf den großen Runden über Broken Hills, New Reno und Redding hierher kommen. Der einzige Ort außerhalb der Karawanenroute, den ich kenne, ist Gecko. Erzähl mir was über Gecko.
Eine Ghoul-Siedlung. Weniger als eine Tagesreise nordöstlich von hier, soviel ich weiß. Man munkelt, dass sie auf jeden Reisenden Jagd machen, der in ihr Gebiet kommt. Am besten bleibt man da weg. Also, wir haben gerade eine Vision von einer Stadt aus Ghoulen. Und da waren einige relativ friedlich. Ein paar waren ein bisschen komisch drauf, aber der Rest war relativ friedlich. Was mit Redding? Redding ist eine Bergbausiedlung ganz weit im Westen. In letzter Zeit sind von da kaum noch Karawanen gekommen, weswegen ein paar große Tiere anfangen, sich Sorgen zu machen. Besonders Stadtrat McClure. Wer auch immer das ist. Was mit New Reno? Es liegt eine Ecke südwestlich von hier. Über Reno hört man viel Widersprüchliches. Manche Händler, besonders die Sklavenhändler, finden es toll da. Andere eher nicht. Man kann sich darüber gut über amüsieren, aber es soll auch sehr gefährlich sein. Was in Broken Hills? Das ist eine Bergbausiedlung wie Redding, liegt aber ganz unten im Süden. Von da kriegen wir eine Menge von unserem Uran her. Okay, danke für die Auskunft. Naja, zu den Städten müssen wir eventuell alle reisen, wenn wir hier keine Informationen über Vault 13 finden. Denn die gehören ja zu der großen Runde, die dieser Ben-Händler da gemacht hat. Hallo? Bürger sagen, Arbeit ist keine Schande. Was machst du hier? Na gut, raus. Wir schauen uns jetzt weiter in der Stadt um. Versuchen irgendwo einen guten Eindruck zu vermitteln. Und werden dann zu der Erstbürgerin gehen und vielleicht zu diesem Stadtrat McClure. Und dann irgendwie versuchen, Bürger zu werden. Was haben wir hier? Entschuldigung, kann ich dir in irgendeiner Weise behilflich sein? Was ist das hier? Das hier ist die Nebenstelle A des Büros für Annehmlichkeiten. Wir versorgen die Stadt mit Werkzeug und Reparaturausrüstung. Bist du sicher, dass du am richtigen Ort bist? Weiß ich nicht. Was hast du so auf Lager? Oh, ganz viele funkelnde Dollar. Ich hätte hier eine Pistole zu verkaufen. Das war's leider auch schon. 250. Naja. So, wie viel haben wir jetzt? 866. Ist schon mal ein Anfang. Danke. Nur zu deinen Informationen. Im Vorhof draußen ist ein Gemischtwarenladen. Da kannst du auch einfach einkaufen. Ich habe gehört, das Warenangebot ist fast so gut wie unseres. Okay. Sehr unhöflich. Hier haben wir dann wohl die Niederlassung B. Wofür bist du zuständig? Das hier ist die Nebenstelle B des Büros der Annehmlichkeiten. Wir sind für die Verteilung von Medikamenten für Bunkerstadt verantwortlich. Zeig mal her. Gegengift, viele Dollar, Redex, Stimpaks, die sehr billig sind hier. Normalerweise zahlen wir dafür 300 Dollar ungefähr. Das merken wir uns auf jeden Fall. Und Redaway. Danke. Wobei wir sagen müssen, jedes Mal, wenn wir an Redaway jetzt denken, zuckt uns nicht mehr die Hand wie vorher. Das hat sich mit der Sucht wohl einigermaßen erledigt. Hat aber auch ganz schön lang gedauert. Was haben wir hier? Servant Allocation Center. Das wird dann wohl die Sklavenhändlergilde sein, die wir nicht Sklavenhändlergilde nennen dürfen. Hallo? Ja, was gibt es? Ich muss noch jede Menge Zuteilung bearbeiten. Das hier ist das Amt für Dienerzuteilung. Okay, ich suche einen bestimmten Diener. Joshua, glaube ich. Ist er hier? Joshua? Ja, wir haben einen Diener dieses Namens. Er wurde kürzlich aus der Umerziehungsanstalt entlassen, glaube ich. Warum interessierst du dich für ihn? Ich befürchte, dass er eine ansteckende Krankheit hat. Du solltest ihn besser freilassen, bevor er die anderen Diener ansteckt. Ja? Tatsächlich?
Weißt du nicht, dass alle Diener sorgfältig überprüft werden, bevor sie in das Zuteilungszentrum entlassen werden? Hast du schon mal was vom Albert dem Zweiten Syndrom gehört? Es wird bei den meisten medizinischen Tests nicht angezeigt und die Symptome brechen manchmal erst nach Wochen aus. Symptome? Was für Symptome? Albert der Zweite Syndrom?